Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Der 11. Oktober 2011. Ein Ehepaar wird in Marburg verhaftet. 20 Jahre lebten sie als Agenten des russischen Geheimdienstes in Deutschland und ermittelten sensible politische und militärische Fakten und sendeten sie weiter nach Moskau. Mit Kontakten bis in europäische Ministerien waren sie bei der Beschaffung von wertvollen Informationen sehr erfolgreich. Ein bürgerliches Leben war ihre Tarnung, eine Familie mit Tochter und einem festen Freundes- und Kollegenkreis. Als man ihnen auf die Schliche kam und mit GSG-9-Stärke festsetzte, war die Verwirrung groß. Die Tochter des Agentenpaares soll auch nichts vom Treiben ihrer Eltern gewusst haben. Was die Medien eine Zeit lang beschäftigte und sie auch genauso schnell wieder vergessen ließ, nimmt sich der Spielfilm Luna als Grundlage. Luna ist eine 17-jährige junge Frau und im Urlaub mit der Familie. Kaum sind sie an einer Hütte nahe der Berge angekommen, treten drei Männer auf. Lunas Vater scheint sie zu kennen und während er versucht, die ungebetenen Gäste milde zu stimmen, muss sie aus der Ferne mit ansehen, wie ihre Mutter und kleine Schwester gnadenlos erschossen werden. Luna flüchtet, verfolgt von den Mördern. Ihr Vater versucht sie noch zu schützen, geht aber schnell selbst mit einem Kopfschuss vor ihr nieder. Nun ist sie allein. Ohne zu wissen, was eigentlich passiert ist, kann sie den Angreifern entkommen. Aber scheinbar ist sie nun sehr gefragt und der Feind ist nicht nur in offensichtlicher Form hinter ihr her, sondern auch unter den vermeintlichen Guten zu befürchten. Es ist ein Worst-Case-Szenario, das Regisseur Khaled Kaysar umsetzt. Es ist sein Debüt in dem Fach, nach zwei Kurzfilmen. Bislang war er als Produzent tätig, unter anderem in Maximilian Everleins Stereo mit Moritz Bleibtreu und Jürgen Vogel. Luna muss bald feststellen, dass ihr Vater beim KGB gearbeitet hat und als Überläufer dem deutschen Bundesnachrichtendienst Wissenswertes von der Gegenseite und deren Agenten beschaffte. Er flog aber auf und seine einstigen Genossen stellen ihn kalt. Das emotionale Moment gestaltet sich bei Luna daher nicht nur durch den brutalen Verlust der Familie, sondern auch in der Frage über ihre Existenz und Identität. War sie als Tochter für ihren Vater nur eine Tarnung? Also nicht aus Liebe gezeugt, sondern aus Berechnung? Als Schutzlüge? Damit hält sich der Thriller aber nicht sehr lange auf, leider. Er ist eher daran interessiert, möglichst schnell und ohne Pause seine Geschichte zu erzählen. Das bringt Geschwindigkeit und ist auch gut, denn das verhindert Langatmigkeit und Denkpausen, in denen man beginnen könnte, über Anschlussfehler und Logik zu sinnieren. Es gelingt einmal mehr nicht, einen deutschen Film so aussehen zu lassen, als dass er wirklich global wirke. Man beschränkt sich als Handlungsort auf München und Umland. Das macht Luna dann doch wieder sehr kleinstädtisch und eben deutsch und kommt niveautechnisch auch über einen zugegeben guten Tatort nicht hinaus. Luna ist ein netter Genre-Fernsehfilm, aber keine markante Errungenschaft für die deutsche Genrebewegung. Denn wenn beispielsweise auch vor Gewaltdarstellungen nicht zurückgeschreckt wird, so ist Luna dennoch zu sauber und die zufällige Heldin ein wenig zu mutig und in der fremdartigen Situation zu sicher und das Ende ist zu schnell, zu einfach, zu beliebig, zu oft schon benutzt, zu sehr Happy End. Das Drehbuch ist die Schwäche, die Inszenierung diesem Umstand entsprechend gelungen. Um mehr Relief in die Hetzjagd zu bekommen, hätte man tiefer in die Strukturen des BND eindringen können. Zwar spielt der deutsche Geheimdienst eine wichtige Rolle in der Handlung, aber nur sehr oberflächlich, während man in britischen und amerikanischen Vertretern des Agentenfilms immer eindringt, in die CIA oder den MI5. Lob gibt es für Lisa Vicari.
die souverän das entschlossene Mädchen mit Rachegelüsten verkörpert. Sie hätte locker auch die fehlenden Facetten spielen können, die ihre Luna gebraucht hätte, um zu berühren, wenn sie nur im Drehbuch gestanden hätten. Viel gewollt, Know-how gehabt, Ergebnis verspielt, wegen gängiger Schemata und fehlender Innovation. Das finde ich leider nicht gut, auch wenn es schmerzt.